Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump Force. Ja, ihr seht schon, dass ich ein komplett anderes Outfit anhabe. Auch wahrscheinlich, dass ich noch andere Attacken im Moveset drin habe. Am Ende des Kampfes werdet ihr doch sehen, dass ich ein anderes Level habe. Ja, das soll jetzt aber euch erstmal nicht interessieren. Ich habe nämlich schon ein bisschen was auf Vorrat aufgenommen. Und deswegen bin ich jetzt hier von den Leveln her etwas stärker. Das werdet ihr dann in den nächsten Folgen sehen. Ja, und zwar wollte ich euch ein paar Informationen geben heute zu Jump Force. Und dafür habe ich euch ein paar Kämpfe im Hintergrund eingeblendet. Das sind die letzten Kämpfe auf leicht. Danach kann man dann auf den Schwierigkeitsgrad normal wechseln. Also die 25er Level-Kämpfe in Jump Force. Und zwar wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar gab es jetzt neue Updates von Jump Force. Und zwar den Update-Plan für 2019. Und zwar von April bis August. Und den wollte ich euch vorstellen. Ich habe nämlich jetzt zuvor immer jeden Monat so ein besonderes Video zu Jump Force zu machen. Dadurch, dass es dann jeden Monat ein neues Update gibt. Einmal ein kostenloses und dann auch ein Update, was natürlich dann für die Leute dafür ist, die Kosten, den kostenpflichtigen DLC haben, der ja 29,99 € kostet. Da bekommt ihr einige Charaktere und Kostüme. Einiges ist jetzt auch schon bekannt. Da werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Und für jedes neues Update werde ich euch da immer ein paar besondere Videos raushauen, damit ich euch einfach mal zeigen kann, okay, was ist in diesem neuen Update neu, damit ihr dann halt auch immer so ein bisschen auf den aktuellen Stand seid. Und sonst machen wir erstmal den Story-Modus und später werden wir dann auch ein bisschen Online-Modus spielen, beziehungsweise auch ein paar Livestreams. Ja, also kommen wir als erstes mal zu dem ersten Update und zwar im April. Das wird ein kostenloses Update sein und zwar das Clan-Feature. Ihr seht das jetzt hier auch mal im Hintergrund, das Bild, was veröffentlicht wurde von Bandai Namco. Das Update erscheint übrigens für Xbox One, PlayStation 4 und Steam. Der genaue Zeitpunkt ist, wurde noch nicht bestimmt, wann das Update direkt rauskommen soll. Aber es wurde halt schon der jeweilige Monat bestimmt. Im April kommen neue Clan-Features. Das heißt, dass ihr wahrscheinlich euch dann einen Clan erstellen könnt und da dann was zusammenstellen könnt. Vielleicht mache ich dann auch mal einen Clan. Und den präsentiere ich euch dann und dann könnt ihr alle in meinen Clan rein joinen. Vielleicht funktioniert das dann auch mit den Online-Kämpfen ein bisschen einfacher. Dann wird es auch noch das Vertex-Event geben. Keine Ahnung, was das sein wird, aber das schauen wir uns auch an. Dann auch neue Kostüme und auch, also neue Kostüme für den eigenen Charakter. Es wurden ja schon vor kurzem neue Kostüme vorgestellt von Bandai Namco. Das sind neue Kostüme und zwar unter anderem sind das Kryo-Kostüme. Das heißt, dass ihr euch jetzt den Charakter aus aus Death Note erstellen könnt. Und noch einige andere weitere Kostüme wurden da veröffentlicht schon. Die werde ich euch nicht in einem separaten Video zeigen, sondern das ich werde euch dann in einem Video dann im April zeigen dann die Clan-Features, das Vertex-Event und die neuen Kostüme für den eigenen Charakter werde ich euch dann zeigen, damit ihr sehen könnt, okay, was gibt es da überhaupt für neue Updates. Dann wird es im Mai zwei Updates geben und zwar einmal das kostenpflichtige Update und dann auch noch ein kostenloses Update. Beim kostenlosen Update bekommt ihr Online-Link-Missionen, das heißt, dass man sich dann wahrscheinlich im Online dann besondere Missionen raussuchen kann. Ich glaube, momentan kann man ja nur normal alleine online spielen. Dann wird es auch noch Raid-Boss-Events geben. Das heißt, dass man dann auf besondere Boss-Events treffen kann und die dann bekämpfen kann im Online-Modus. Und auch es wird eine neue Stage geben. Und zwar World Tournament Stage nennt sie sich. Also eine neue Ebene, wo man dann kämpfen kann, die nennt sich World Tournament Stage. Das ist alles kostenlos für die Updates. Es wird aber auch ein kostenpflichtiges Update geben, wenn ihr euch diesen DLC da schon geholt habt, den für 29,99 €. Dann bekommt ihr den jeweiligen, was ich euch jetzt sage, und zwar zwei spielbare Charaktere, Kostüms und Skills für den eigenen Charakter. Es wurden übrigens drei spielbare Charaktere angekündigt. Einer ist aber schon bekannt.
Der erste spielbare Charakter für Jump Force wurde jetzt schon bekannt gegeben. Und zwar ist das Seto Kaiba. Ja, das ist so geil. Seto Kaiba wurde angekündigt für Jump Force. Mega, mega episch. Jump Force bekommt also Seto Kaiba. Nach Yugi Muto bekommen wir jetzt auch Seto Kaiba. Im Hintergrund seht ihr seine Skills. Sein besonderer Oberskill ist, also sein Ulti ist dann der Obelisk der Peiniger. Er hat aber auch noch natürlich den weißen Drachen mit blauen Augen. Das sieht man hier schon auf dem Bild, wie krass das teilweise aussieht. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass Obelisk der Peiniger nicht so cool aus. Der weiße Drache sieht zwar schon ziemlich episch aus, aber Obelisk der Peiniger finde ich jetzt nicht so episch animiert, finde ich jetzt persönlich. Da gibt es aus meiner Sicht bestimmt bessere Modelle, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Wie findet ihr das? Also ich freue mich definitiv über den Charakter Seto Kaiba. Die jeweiligen neuen Charaktere werde ich euch dann auch in einem separaten Video dann natürlich auch zeigen im Mai. Im Juni wird es ebenfalls noch einen Kosten, also es wird wie gesagt Seto Kaiba geben und noch zwei weitere spielbare Charaktere, das heißt Seto und noch zwei weitere Charaktere. Welche Charaktere sind, das ist momentan noch nicht bekannt. Im Juni wird es ein weiteres kostenloses Update geben, und zwar das Arena-Event. Neue Kostüme für den eigenen Charakter. Also im Juni wird dann nicht so viel passieren, halt nur so ein Arena-Event und halt neue Kosten und neue Kostüme für den eigenen Charakter. Ich finde das sehr schön, dass man diesen Plan jetzt veröffentlicht hat, dass man weiß, okay, man bekommt tatsächlich jeden Monat so ein bisschen Content, weil das wurde ja so ein bisschen kritisiert bei Jump Force, dass relativ spät erst die neuen DLC-Charaktere rausgebracht werden. Das wurde ja zum Beispiel von Refacer ziemlich kritisiert beim Spiel Jump Force. Aber ich dachte mir so, ist okay, das Spiel kommt im Februar raus, im Mai kriegt man die ersten Charaktere, 3 Monate, das ist aus meiner Sicht noch ganz okay. Und dadurch, dass wir jetzt jeden Monat neuen Content bekommen, finde ich das persönlich alles noch im Rahmen des Erlaubten. Also wie gesagt, im Juni das kostenlose Update Arena-Events, also da wird man dann wahrscheinlich bestimmte Arenenkämpfe machen, das werden wir mal dann sehen. Und halt neue Kostüme für den einen Charakter. Wie gesagt, die ganzen Kostüme werde ich euch dann zeigen, weil ich denke mal, ich habe denn, wenn ich dann im April bin, dann habe ich bestimmt auch genug Geld für die Kostüme. Also einige Kostüme habe ich jetzt schon, aber nicht so viele. Aber da werde ich euch das dann alles zeigen. Im Juli wird es dann auch wieder ein neues kostenloses Update geben. Und zwar wird es ein Turnier-Event geben. Was sich da unter diesem Turnier-Event versteckt, weiß man noch nicht. Ich denke mal, dass man dann tatsächlich in so einem Online-Turnier spielen kann. Also momentan kann man ja, wie gesagt, nur alleine kloppen und später kann man halt noch diese Online-Link-Mission machen, dann diese Raid-Bosse und dann gibt es halt noch das Clan-Feature und das Wettrix-Event und dann noch das Arena und dann kommt auch noch ein Turnier-Modus hinzu. Ich denke mal, dann ist der Online-Modus schon ziemlich gut supported und natürlich auch neue Kostüme für den eigenen Charakter. Ja, im August wurde auch schon was angekündigt, und zwar ein kostenloses Update, neue Kostüme für den einen Charakter, wer hätte es gedacht. Aber es wird auch nochmal eine neue Stage geben, das heißt nach Mai haben wir ja World Tournament Stage, werden wir World Tournament Stage bekommen. Im August bekommen wir ebenfalls nochmal eine neue Stage und die nennt sich Valley of the End, so nennt sich das neue. Die neue Stage dann, und es wird dann auch noch für die Kosten, es wird dann auch noch ein kostenpflichtiger DLC kommen. Das heißt, wenn ihr den DLC für 29,99 € schon gekauft habt, bekommt ihr das ebenfalls kostenlos. Und zwar 3 neue spielbare Charaktere, Kostüme für den eigenen Charakter. Wer hätte es gedacht? Ja, das finde ich zumindest mal ganz cool, dass man jetzt zumindest dann die Charaktere dann im 3-Monats-Rhythmus bringt. Also, das Spiel ist im Februar rausgekommen, März, April, Mai kommt, kommt die nächsten 3 Charaktere, Juli, Juni und dann halt August kommen die nächsten DLC-Charaktere und ich denke mal vielleicht dann September, Oktober und dann im November kriegen wir wieder neue DLC-Charakter. Es steht auch schon hier mit drinnen.
und vieles mehr. Das heißt, es sind nicht nur die einzigen, weil es wurde ja schon angekündigt, dass es definitiv neun spielbare Charaktere geben wird. Welche Charaktere das sein werden, wurde noch nicht bekannt. Nur halt der einzigste DLC-Charakter Seto Kaibor ist bekannt. Es gibt auch ein interessantes Leak-Video von Refazer. Da ist unter anderem Seto Kaibor tatsächlich auch mit drin gewesen in dem Leak. Wenn ihr euch tatsächlich sagt, ich möchte mir mal gerne angucken, was da für Leaks als spielbare Charaktere dabei sind. Das heißt, falls ihr jetzt sagt, boah, ich möchte gerne alle spielbaren Charaktere haben, aber ich weiß nicht zu 100%, was da dabei sind, und ihr wollt euch vielleicht mal ein Leak-Video anhören, dann guckt unten mal in die Videobeschreibung und ich verlinke euch mal das Video vom guten Refazer. Der hat da so ein Leak-Video gemacht, welche spielbaren DLC-Charakter vielleicht kommen könnten. Das sind momentan aber, wie gesagt, nur Leaks. Das heißt, es muss nicht unbedingt stimmen, aber der erste spielbare Charakter, Seto Kaibor, der auch in diesem Leak mit drin war, stimmt im Grunde genommen. Aber ich will natürlich nicht sagen, dass dieser Leak stimmt. Es kann nur stimmen. Es wurde jetzt nur offiziell bekannt gegeben, dass es insgesamt neun spielbare Charaktere geben wird. Das ist halt in diesem DLC mit drin. Ob da denn noch mehr kommen wird, das wird man dann sehen. Das wäre aber sehr schön, wenn Jump Force tatsächlich weiterhin so supported wird von Bandai Namco. Das sieht man ja jetzt so zum Beispiel bei Dragon Ball Xenoverse 2. Das wurde ja auch konstitutionell bearbeitet und es gab neue DLCs, auch wenn man jetzt sagen muss, wenn man sich alle DLCs momentan kaufen möchte, muss man da schon ziemlich viel Geld auf den Tisch klatschen. Aber es gab ja auch immer relativ viele kostenlose Updates. Und momentan gibt es ja auch von Dragon Ball Xenoverse 2 eine kostenlose Edition. Also die Spiele von Bandai Namco werden schön konstant weiterhin supported und werden nicht einfach so aufgegeben von den Entwicklern. Das ist natürlich sehr positiv behaftet. Das muss man einfach mal an der Stelle sagen, dass sich da Bandai Namco auch in der Hinsicht natürlich Gedanken macht und nicht sagt, ey, okay, jetzt haben wir ein Spiel rausgehauen, danke für das Geld und auf Wiedersehen. Finde ich jetzt natürlich schön, dass das Spiel denn weiter supportet wird. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren schreiben, habt ihr euch den DLC gekauft, den für 29,99 € oder werdet ihr erstmal warten, was für spielbare Charaktere dabei sind. Wie gesagt, ich werde euch dann jeden Monat ein besonderes Video bringen. Wir werden halt die Story-Mode spielen und dann halt noch einiges anderes. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, habt ihr euch überhaupt Jump Force schon gekauft oder seid ihr noch unschlüssig? Wartet ihr erstmal noch ein bisschen auf mein Let's Play, wie die Story laufen wird und wie das Game laufen wird. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge. Und dann geht es dann auch bald weiter mit Jump Force. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und ciao, euer Flui.